Guten Morgen aus Kroatien. Heute schalte ich euch mal ein bisschen früher dazu. Wir sind gerade aufgestanden, waren schon spazieren und jetzt gibt es gerade Reste Bratkartoffeln zum Frühstück. Und in Kroatien ist ja Ajva so bekannt. Oder Kroatien ist für Ajva bekannt. Und wir haben so ein 6-Euro-Ajva-Glas, hat der Bernd geholt. Das probieren wir jetzt mal. Zeig mal, das sieht richtig edel aus. Ach, Etti! Etti, das ist Ajva. Den. Das probieren wir jetzt mit Bratkartoffeln. Ja, wir haben wieder super gut geschlafen, ehrlicherweise. Olivia, wie schläfst du hier im engen Bett? Ich bin jetzt halt so, da habe ich mir irgendwas weggeholt. Ja, Bernd ist ein bisschen krank, der hat sich gestern schon Zwiebelsocken gemacht. Er sagt aber, das hilft ihm. Einfach eine Scheibe Zwiebel unter die Füße, in die Socken. Wir hatten alle leicht einen Weg, also wir haben sowieso einen Weg, Scheibenwischermäßig. Wir waren alle einmal kurz angeschlagen für ein paar Tage und jetzt ist halt Bernd dran. Genau, wir bleiben jetzt heute noch hier. Wir sind ja hier irgendwo im Nirgendwo, Kroatien auf dem Land. Morgen fahren wir nach Split weiter. So, jetzt kann ich weitermachen. Ja, wer holt jetzt ihre Kamera? Also, wir haben das Wetter, ne? Also, es war heute Nacht 11 Grad. In der Sonne ist es dann bestimmt. Es ist arschkalt, ihr seht, wir haben Jogginganzug an. Gestern war das auch erst so und dann wurde es gegen Mittag richtig, richtig schön, das Wetter. Aber es war nur in der Sonne warm, im Schatten war es. Im Schatten war es kalt, genau. Es ist richtig herbstlich, so bewölkt. Es ist alles voll Tau, die Wiesen sind nass. Es ist richtig nass, kaltes, herbstliches Wetter. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen. Auch in Split ist jetzt, morgen ist noch schön, wenn wir ankommen. Mittwoch ist schon bewölkt und dann haben wir erstmal ein paar Tage Gewitter angesagt. Ja, sorry. Und dann ist 21 Grad. Ja, mal gucken, ob wir das Meer noch nutzen können. Ich würde so gerne schnorcheln gehen mit Calvino. Calvino, oh, deine Kette. Calvino würde so gerne tauchen gehen. Wir haben überlegt, vielleicht Jetski zu fahren. Aber es geht natürlich alles nur, wenn das Wetter mitspielt. Genau, wir sind 3 Wochen da und die Wettervorhersage ist ja immer nur für 10 Tage. Man kann nicht alles haben. Ich sage ja immer, ne, übers Wetter wird sich immer beschwert, egal wie das Wetter ist. Zu heiß, zu kalt, wie auch immer. Ja, dann haben wir dieses Mal zum ersten Mal die PlayStation mitgenommen. Mit dem Monitor vom Computer, wollten das aufbauen und da passt das Kabel irgendwie nicht. Da passt kein HDMI-Kabel rein am Monitor vom Computer. Also werden wir einen kleinen Fernseher, heißt es dann Fernseher oder Fernsehen? Ja. Fernsehen holen, das ist grün. Das machen wir aber alles, wenn wir in Split sind. Ja, genau. Das machen wir. Ja, so ist die Lage. Jetzt sind wir erstmal noch hier. Heute gibt es Gyros zu essen. Veganes Gyros mit Reis, mit veganem Tzatziki, selbstgemachten Krautsalat und wir laden alle ein. Gestern waren ja wir eingeladen zum lecker, lecker, lecker Kuchen essen. Boah, das war so, so viel Auswahl. So tolle Menschen waren da und kennengelernt. Das war richtig schön. Und heute machen wir halt ein Riesenpott Gyros. Bernd hat gestern schon angefangen mit Vorbereiten. Und heute wird das angebraten und kommt dann in eine Auflaufform. Dann, damit das alles gleichzeitig warm ist. Damit alle gleichzeitig essen können, weil hier im Wohnwagen haben wir nicht so die Möglichkeiten, 3 Kilo veganes Fleisch anzubraten und warm zu halten. Das sind ja die Kapazitäten begrenzt. Heiß ist der. Brauchst du mehr Lappen? Trotz trocken alles. Also ein bisschen im Schwamm minimal. Oder ja. Kommen die Schwimmen ja da rein? Ich hatte gestern auch, als ich es leer gemacht habe, Wasser, also Flüssigkeit an den Händen, habe gedacht, war aber Wasser. Das ist das, was in der Toilette nachläuft. Wenn wir so schief stehen, ja, läuft das Wasser nicht alles da rein. Dann sollten wir vielleicht, wenn wir uns draufsetzen, aufmachen, dann pipi war, dann läuft halt direkt ins Loch rein. Okay. Und sammelt sich nicht oberhalb der Richtung. Ja. Das ist jetzt Wäsche. Ja. Das ist Müll, den kannst du wegschmeißen. Gut. Genau. Also, wir hatten das Problem, in Anführungsstrichen, warum auch immer, es riecht etwas nach Urin auf Toilette. Haben wir sonst nicht. Da war der Bernd jetzt eben auf der Suche, woran es liegt. Problem haben wir jetzt behoben. Wir müssen es einfach aufmachen. Wir stehen etwas
schief. Wir haben uns nicht gut ausgerichtet hier, weil wir ja eh morgen wieder abreisen. Deswegen läuft es jetzt nicht aus. Ach so. Ich weiß nicht, woher das jetzt denn hoch kommt. Ach so, okay. Ich vermute mal, aber ich habe zuletzt jetzt die Kassette aufgemacht. Ja. Die roch extrem nach Pipi jetzt halt, weil wir die vielleicht nicht ausgespült haben. Ja, wir sind ja hier nicht auf dem Campingplatz. Wir sind hier. Da ist wohl Paprika. Bei Bekannten stehen wir. Und auf dem Campingplatz, da sind dann an den Toilettenentleerdingern immer so richtig Wasserschläuche und so, wo man alles richtig schön entleeren und sauber machen kann und putzen kann. Das machen wir dann morgen in Split einfach. Schmeckt so ähnlich wie so. Möchtest du noch einen Eingriff haben? Upsa, Vorsicht, Livia. Weil jetzt wird es sonst hart. Eti, lass die Livia mal in Ruhe essen. Boah, jetzt muss ich euch natürlich erzählen, wie der Eiwer so schmeckt. Der 6-Euro-Eiwer. Bernd hat einfach den teuersten geholt. Gesundheit. Nur um das auszuprobieren, weil wir sonst immer nur den günstigsten nehmen. Aber, also es schmeckt sehr, sehr lecker. So mit Bratkartoffeln. Wie Ketchup essen wir das jetzt dazu. Ich habe aber keine Vergleichsmöglichkeit. Komm. Weil ich habe noch nie Eiwer pur so gegessen. Aber sehr lecker. Für 6 Euro. Ich merke gerade, dass ich kaum was schmecke. Ja. Geschmackssinn geht weg, dann hat es dich aber mehr erwischt als mich zum Beispiel, weil ich hatte nur einen Tag das Gefühl, dass ich krank werde. Dann war wieder gut. Jetzt kommt wieder der Akt. Ja, ihr ärgert den Smurfy, ne? Der dreht durch. Bernd war jetzt kurz weggefahren, hat den Smurfy mitgenommen. Der ist jetzt im Auto und so schön entspannt, weil er euch nicht gesehen hat und gerochen. Wir können ihn aber nicht im Auto lassen, weil es wird zu warm. Jetzt. Ja, ist auf. Jetzt wird er hier getragen mit Kopfschutz. So, schnell, schnell. Mach zu. Feiner Eti, wo bist du gelandet? Livia, hör auf jetzt, Buffy. So, die machen den Rammdös. Also was das angeht, bin ich froh, wenn wir morgen wieder abhauen. Hör auf, Smurfy. Lass es gut sein. Ist gut. Es ist auch egal, ob wir hier drin bleiben. Nein, das Brot, das darfst du nicht. Oder ob ich mit ihm rausgehe. Dann kann er alles abschnüffeln. Also Katzen ist nicht sein Ding. Und Smurfy, sei bitte leise. Die Livia schläft. Und dann sind wir alle glücklich, wenn die schläft. Nein, du hörst jetzt auf. Ist gut. Die wollen auch hier rein, die Katzen, sobald man die Tür aufmacht. Also als ob die wissen, als ob die das extra machen, als ob die den ärgern. Meine Güte, ja. Ich weiß gar nicht, wie kann man denn Katzen verjagen? Aber wenn ihr antwortet, sind wir schon weg hier. Ich hoffe, auf dem Campingplatz sind keine Katzen. Ist cool. Die krabbeln auf dem Dach, dann hört man das so. Die sind ja süß, ne? Ich mag ja, die zu streicheln und so. Du auch, du willst sie essen, ne? Ja, ist gut. Mach Schläfchen. Nicht so deins, ne? Gestern hatten wir ja hier Kuchen bekommen, waren wir eingeladen und jetzt haben die gesagt, die haben ein großes Problem. Die haben zu viel Kuchen, die wissen nicht, wohin damit. Ja, da komme ich dann ins Spiel. Wir haben Donauwelle, Pflaumenstreuselkuchen, hier ist so ein Apfelstreuselkuchen mit Mohn, Marmorkuchen, zwei verschiedene. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen was zu tun. Und wir hatten gerade spontan einen Livestream. Schön, dass so viele mitgemacht haben. Wir haben zwei von den neuen Kochbüchern verlost. Zwei Gewinner hatten wir. Elke, Birgit, ich weiß nicht, haben schon geschrieben. Und sind schon raus, die Kochbücher. Nein? Birgit kriegt jetzt gerade. Birgit kriegt jetzt gerade. Also war schön, hat Spaß gemacht. Wir waren nur eine halbe Stunde live und haben uns ganz spontan im Livestream dazu entschlossen, dass wir die verlosen. Genau. Und jetzt lassen wir uns mal den Kuchen schmecken. Komm, Finn. Meine Güte, jetzt bin ich mit ihm raus. Und die Katze saß direkt vor der Tür. Eti, komm. Komm. Der sitzt halt und jankt die ganze Zeit. Fiebt so. Komm, Smurfy. Komm. Wir gehen jetzt ein bisschen laufen. Man kann ein bisschen schnüffeln. Es tut mir so leid. Und die Katzen tun mir auch leid. Die sind ja süß und so, ne? Ja, also mit Smurfy, das wird gar nichts. Ich konnte gar nicht spazieren gehen, weil er einfach nur ausgerastet ist. Ich habe dann immer, musste wieder Sitz machen und warten und so. Och, fürchterlich. Also ich bin nicht weit gekommen. Er konnte mit Mühe und Not Pipi machen.
Ich war 20 Minuten unterwegs, der war fix und alle. Dann bin ich wieder mit dem zum Wohnwagen gegangen, der schläft jetzt. Jetzt gehen wir alleine noch eine Runde spazieren, weil mit dem kommt man nicht vorwärts. Und wir gucken uns ein bisschen die Gegend an. Hier ist eine kleine Quelle, die wollte ich euch zeigen. Und dann wollte ich euch erzählen, wir waren ja Anfang diesen Jahres auch in Kroatien. Und haben ja hier viele Menschen kennengelernt, auch die hier Häuser haben und so. Und dann hatten wir so überlegt, mal Anfang 2022 oder Ende 2021 haben wir angefangen mit diesen ganzen Reisen. Und im Winter ist das natürlich mit dem Wohnwagen nicht so schön wie im Sommer. Ne? Wenn es warm ist und man nicht heizen muss und man viel draußen sein kann, ist das natürlich viel entspannter. Und da hatten wir uns so überlegt, dass wir uns vielleicht, nur so überlegt, in Kroatien auch ein Haus mit Grundstück anschaffen, dass man das entweder einfach nur nutzt, um den Wohnwagen abzustellen, um da Urlaub zu machen und nicht immer einen Campingplatz oder Wildcampen oder so muss. Oder auch, um nach und nach das Haus fertig zu machen. Es war einfach so, einfach nur ein Gedanke. Und da haben wir so zu einigen Menschen gesagt, wenn ihr mal was hört oder seht, dann sagt uns doch mal Bescheid. Und jetzt haben wir ein Angebot bekommen und fand das auch furchtbar lieb, dass da an uns gedacht wurde. Aber wir haben gesagt, das mit dem Reisen gefällt uns mittlerweile so gut. Und selbst im Winter, wir werden ja in der Türkei überwintern und ich habe jetzt mal gerade bei Airbnb geguckt, da gibt es so günstige Angebote in der Türkei, so richtig geile Villen, das ist ja außerhalb der Saison, da würde man für 4 Wochen, hatte ich jetzt geguckt, für den ganzen Dezember, würde man bezahlen um die 1000, 1500 Euro. Aber dann hat man halt alles, jeglichen Komfort, Waschmaschine, Pool. Ich weiß nicht, inwieweit man den nutzen kann im Dezember. Aber das wollten wir uns halt offen lassen, dass wenn wir ein halbes Jahr mit dem Wohnwagen unterwegs sind und uns das zu eng wird oder auf den Sack geht, das Wetter extrem schlecht ist oder einfach, weil wir Weihnachten in einer festen Unterkunft verbringen möchten, dann würden wir auch was mieten. Genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Und ja, so sieht es hier aus. Guck mal, wie schön die Berge aussehen. Wir sind ein bisschen abgenervt einfach vom Smurfy. Erstens, ja, ist das unheimlich anstrengend, wenn er immer so, sobald die Tür aufgeht, ist er auf 4800 Grad und will raus. Das ist nervig. Aber der tut einem halt auch leid, weil er kann ja nichts dafür. Ne? Er ist halt, wie er ist. Es hat einen Jagdhund. Und da ist das halt so. Und die Katzen, die sind wirklich sehr penetrant. Ne? Die sind nur auf dem Dach. Die riechen halt auch das Futter, glaube ich, und unser Essen und so. Die haben das Futter schon auf dem Dach gefressen. Ja, bestimmt. Also wir haben das immer hochgestellt, weil hier viele andere Hunde sind. Oh, habt ihr geerntet? Livia hat die geerntet. Lecker, wir essen hier immer Brombeeren, was man alles so findet am Wegesrand. Cool. Ja, es ist halt wie es ist. Genau, und wir gucken uns jetzt ein bisschen die Natur an. Der Weg, den dürft ihr immer nicht außer Acht lassen. Hier geht's ja noch, ne? Hier ist ja Luxusweg. Auch mit Wohnwagen. Die fahren hier mit jeglichen Gefährten lang. Keine Ahnung, wie viele Tonnen. Aber die Berge sind wirklich beeindruckt. Und ich freue mich so sehr, wenn wir morgen nach Split fahren. Und fahren wir so an der Küste entlang? Nein, immer noch nicht. Aber egal, bei Split, unser Campingplatz, ist direkt am Meer. Wir haben uns einen Stellplatz reserviert. Direkt am Meer. Ich freue mich so unfassbar und ich hoffe, dass wir wenigstens schönes Wetter haben. Es muss nicht heiß sein, wenigstens schön. Guck mal, es ist schon richtig herbstlich hier, die Blätter. Das ist für Livia ganz interessant. Das ist ja jetzt so der erste Herbst, wo ich ihr so sage, guck mal, die Blätter fallen, die werden gelb und braun, die Tage werden kürzer und so. Ja, wer kommt in meine Arme? Komm schnell! Mal reinlassen? Ja. Okay, Achtung, ist kalt. Nochmal? Möchtest du dich hinstellen da drin? Boah, ist das kalt, ne? Ich hab dich. Nochmal rein? Nein? Oh, Quellwasser. Boah. Das ist kalt, ne? Das kann man sogar trinken hier. Letztes Mal, als wir hier waren, habe ich das auch so aus der Quelle getrunken. Und dann war ich krank. Ich weiß nicht, ob es an dem Wasser lag. Ich hatte so wirklich Magen,
Darm oder so. Ich hatte auch Fieber. Ich weiß nicht, weil jetzt aktuell trinken wir das Mama, auch. Ja. Ich. Nochmal mit den Füßen rein. Komm, ich helfe dir. Aber wir trinken das jetzt gefiltert. Achtung. Wow. Guck mal, Livia, ich hab den ganzen Schuh voller Klauben hier. Boah. Willst du gucken gehen? Ja. Hier vorsichtig gucken. Ja, hier wächst alles. Kann man alles einfach nehmen. Hier sind Pflaumen auch reingefallen. Also das Wasser ist wirklich glasklar. Unglaublich. Und es schmeckt auch wirklich gut, wenn man es so trinkt. Ich glaube, ich hatte irgendwas anderes. Ich bin jetzt nicht davon krank geworden. Aber das haben viele dann in die Kommentare geschrieben. Das Quellwasser. Da. Bitte? Verflucht, ja. Hast du Fläumchen? Sind die lecker? Den Kern, ne? Die magst du immer gerne rausfriemeln, ne? Fläumchen. Ja, Wasser ist hier, ne? Papa erntet. Wir wollten gleich auf dem Rückweg ein paar Blümchen pflücken für unsere kleine Vase. Ich habe das auch gerade hier getrunken. Quellwasser. Wir haben kein Flaschenwasser mehr hier. Kein gekauftes. Ich finde die Wasserflaschen nicht. Ich habe die nicht genommen. Ich wollte den Vlog nur noch beenden. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Alter Frische. Ciao.